Diese Felsen ragen über 1000 Meter in die Höhe. Und es gibt Menschen auf der Welt, die klettern solche Felsen gerne hoch. Diese Wand ist die berühmteste Kletterroute überhaupt. The Nose. Das ist immer so geil, wie die Wand so zwischen Äste durchsaust. Normalerweise brauchen geübte Kletterer 3 bis 5 Tage für die Besteigung. Die Huber-Brüder wollen es in 2 Stunden und 30 Minuten schaffen. Also der Rekord ist ein knüppelhartes Ding, den zu brechen. Ein Scheitern ist nicht ausgeschlossen. Aber wenn wir scheitern sollten, dann gebe ich definitiv nicht auf. Weil das ist ein Traum und den habe ich mir gesetzt. Ich möchte dieses Limit überschreiten und dann muss ich halt nochmal herfahren. Wie beim Bergsteigen habe ich Angst, bis ich es sonst noch nirgendwo anders erlebt. Das sind einfach so Momente, die sind so intensiv durch diese Angst, dass wenn man diese Angst überwunden hat, wenn man das Ganze geschafft hat, dass man halt ganz sicher einen unvergesslichen Moment im Leben gefischt hat. Es kann für mich nie mehr so einen Seilpartner geben, wie es der Thomas ist. Und das hat natürlich damit zu tun, dass er mein Bruder ist, mit denen zusammen aufgewachsen bin. Und die Angst, die wir vor der ganzen Sache an sich haben, die schaltet sich dann genau in diesem Moment aus, wo es du Vollgas gibst. Und rein rational muss ganz einfach sagen, naja, besser darfst du unten am Boden stehen bleiben. 5, 4, 3, 2, 1 und go! Manche Dinge im Leben muss man einen sehr hohen Preis bezahlen. Man bekommt sie nicht umsonst.